Hallo zusammen, das ist der Kia EV6 GT und heute wollen wir darüber reden, ist dieses Auto etwas für euch, ist es viel besser als der normale Allrad, braucht man dieses Auto, was bekommt man und was fehlt dann? Weil das Auto ist ein bisschen anders, es gibt ein paar Dinge, die es im Allradmodell gibt, aber in diesem Auto nicht. Zuerst zu den Daten. Gleiche Batterie, 77 Kilowattstunden Batterie, aber in diesem Auto haben wir Allrad, 430 Kilowatt, 585 PS, 3,5 Sekunden von 0 auf 100, Höchstgeschwindigkeit 260 km/h. Das ist jetzt die Frage, braucht man das? Natürlich braucht man. Was braucht man? Aber ist das etwas, was man haben will? Wie viel kostet es mehr oder ist der normale Allrad genug? Wichtig: Dieses Auto startet bei 72.000 Euro, das ist nicht billig, man bekommt aber fast alles, was Kia für den EV6 anbietet, das ist super. Und wenn man zum Beispiel einen normalen Allrad genauso ausstattet, kommt man auf ungefähr 68.000 Euro und hier bekommt man 21 Zoll serienmäßig, beim anderen sind sie dann 20 Zoll, da gibt es keine 21 Zoll im Konfigurator. So, es sind nur ein paar tausend Euro Unterschied, was bekommt man dann wirklich? Man bekommt, wie gesagt, diese Daten, diese unglaubliche Power, man bekommt eine härtere Federung, weil das Auto ist halt mehr sportlich ausgelegt, das heißt in den Kurven und so weiter ist das besser und man bekommt einen Knopf für die Batterieheizung, um die optimale Temperatur für volle Power zu haben. Aber es fehlen auch ein paar Dinge. So, was in diesem Auto anders ist, sind zum Beispiel die Sitze. Diese Sitze sind viel sportlicher, ein bisschen dünner, man hat sehr viel Seitenhalt, was super ist für die Kurvenlage und fürs Kurvenfahren. Allerdings gibt es keine Sitzbelüftung, es gibt keine elektrische Einstellung, deswegen auch keine Speicherfunktion von der Sitzposition und sowas, alles manuell. Man kann nicht sehr viel einstellen, also zum Beispiel die Neigung vom Sitz kann man nicht einstellen, also vom, wo man drauf sitzt, meine ich jetzt, nicht von hinten. Das ist ein bisschen nervig. Die USB-Anschlüsse für hinten sind jetzt nicht mehr in den Sitzen, sondern unten, sind woanders. Und man hat auch diese Relax-Funktion, wo man sich hinlegen kann, gibt es dann in diesen Sitzen eben auch nicht. Der Frontkofferraum ist die gleiche Größe, kein Unterschied. Hinten der Kofferraum ist auch das gleiche, aber der zweite Boden ist hier in diesem Modell viel kleiner. Da passt kein Ladekabel mehr rein, das muss nach vorne oder woanders hin. Man hat immer noch die gleichen Adapter, es gibt innen drin einen Anschluss, 250 Volt, wie viel Ampere, 3600 Watt auf alle Fälle. Gibt es innen drin, hinten unter den Rücksitzen und es gibt immer noch den Adapter, dass man den beim Ladeanschluss anschließen kann. Auch das Auto hat immer noch die gleiche Batterie, gleiche Ladeleistung, 800 Volt System, super Ladekurve, es lädt es wunderbar rein. Jetzt geht es ums Fahren. Ich bin das Auto jetzt heute gefahren, ich habe das Auto nur für einen Tag, leider wird dann morgen schon wieder abgeholt, danke an Kia Deutschland, die mir das Auto zur Verfügung gestellt haben. Und ich bin ein bisschen so in die Arbeit gefahren mit normalem Modus und das fährt sich wunderbar. Also es ist fast normalen Nutzen, merkt man fast keinen Unterschied. Ja, die Federung ist ein bisschen härter, das merkt man dann schon. Springt dann so ein bisschen und das braucht man halt für das sportliche Fahren. Es ist aber nicht der unglaublichste Unterschied. Ich hätte gedacht, dass es jetzt viel härter wäre und viel unkomfortabler, aber so schlimm war es gar nicht. Die Sitze auch, wie gesagt, super Seitenhalt, sind eigentlich bequem. Für mich, wie gesagt, ich hätte gerne den Winkel vorne eingestellt. Ich merke so ein bisschen am Oberschenkel, das ist schade. Aber allgemein immer noch wunderbar. Also komfortabel kann man jeden Tag benutzen. Es gibt die gleichen Optionen, gleiche Software bis auf ein paar Dinge und die gleichen Knöpfe. Es gibt, wie gesagt, keine Sitzbelüftung, die gibt es in diesen Sitzen nicht. Die Knöpfe fehlen dann einfach. Es gibt andere Fahrmodis. Im normalen EV6 gibt es ja Eco, Normal, Sport und dann Schnee. Und in diesem Modell gibt es jetzt Schnee nicht, aber dafür gibt es den extra Knopf GT. Wenn man im GT-Mode ist, dann gibt es keine Stabilitätskontrolle und die Reifen gehen auch durch, wenn man nicht die perfekte Oberfläche auf der Straße hat. Es gibt aber auch einen eigenen Fahrmodus, MyDrive. Dort kann man dann alles einstellen und zum Beispiel die Stabilitätskontrolle wieder einschalten, aber die anderen Dinge auch voll Power haben. Und
so habe ich es gemacht. Das war dann ein bisschen mehr Spaß und ich habe mich auch ein bisschen sicherer gefühlt. Das Fahren, wenn man ein bisschen sportlicher fährt, ist wirklich toll. Er fährt sich super in den Kurven, wenn man beschleunigt, die Power ist da, es ist wow. Die Power ist jetzt nicht immer sofort voll da, wenn man ein bisschen schneller fährt und am Gaspedal ist und dann beschleunigt schon. Aber jetzt vom Stillstand zum Beispiel, das dauert eine halbe Sekunde oder ein bisschen weniger, bis sich was bewegt. Da ist ein bisschen eine Verzögerung drin. Aber sonst okay, wie gesagt, Kurven super, liegt super, fährt sich super, fühlt sich super an wegen den Sitzen. Auf der Autobahn auch wunderbar, überholen oder sowas ist überhaupt kein Problem, beschleunigen. Ich bin, Höchstgeschwindigkeit, die ich gefahren bin, waren 220, ganz, ganz kurz. Ich bin jetzt nicht so der Schnellfahrer, so ab 190 bin ich ein bisschen ein Schisser und möchte dann schon mal aufhören, das ist nichts. Deswegen mache ich es immer nur kurz und dann fahre ich wieder langsamer und dann beschleunige ich nur kurz und gleich wieder bremsen und so. Rekuperation ist immer noch unglaublich. Und die 260 Höchstgeschwindigkeit bin ich dann deswegen nicht gefahren. Man merkt, bei 190 oder so ist er ein bisschen stabiler wie der normale Allrad. Aber braucht man das wirklich? Das ist nicht so, dass der normale Allrad ist komisch wäre. Also die Höchstgeschwindigkeit, das reicht dann schon. Im Infotainment-System hat man einen Knopf, damit man die Batterie vorheizen kann oder auf die optimale Temperatur bringen kann, dass man die maximale Power hat. Das ist sehr interessant. Ich habe das heute Morgen mal probiert und auch vorhin mal. Und dann heizt er mit 5,5 Kilowatt oder so, heizt er die Batterie. Das dauert auch ziemlich lang. Und ich habe auch gemerkt, irgendwann ist die Temperatur erreicht und er gibt dann auch so eine schöne Meldung. Und das hat man auch immer im Infotainment-System, wenn man das will. Und dann hat man eben die optimale Power, die volle Power. Aber wenn man dann nicht die Power die ganze Zeit nutzt, obwohl diese Funktion immer noch an ist, wird irgendwann die Batterie wieder ein bisschen zu kalt und er sagt, er muss jetzt wieder heizen. Dann fängt er wieder mit dem Heizen an. Also es bleibt nicht oben von alleine, man muss da schon wirklich Power fahren. Ich bin heute ein bisschen Power gefahren in den Kurven. Wie gesagt, unglaublich super. Es hat super Spaß gemacht. Beschleunigung hat Spaß gemacht, Autobahn hat Spaß gemacht. Das war wirklich toll. Er ist halt nicht so komfortabel wie der normale. Das merkt man dann auch beim Fahren. Es fehlen einem halt ein bisschen was vom Kofferraum, die Sitze haben nicht alle Funktionen. Dafür bekommt man eben diese Sportlichkeit. Will man das für ein paar tausend Euro mehr? Ich finde das Gesamtpaket jetzt völlig okay. Wäre schön, wenn man ihn ein bisschen weniger ausstatten kann, wenn man nicht alles will. Head-Up-Display ist wie bei allen Kias. Ich finde es ein bisschen unscharf und komisch. Also es ist nicht das Beste. Also ich mag es nicht, ich schalte es lieber aus. und ich habe es bei ein paar Autos erlebt von Hyundai und Kia und dachte mir, das ist komisch. Vielleicht ist es nur bei diesem Auto, aber nein, das ist der dritte EV6, den ich jetzt hatte und es ist bei allen drei so gewesen. Ich finde es ein bisschen unscharf und nicht schön und ein bisschen zusammengedrückt und auch ein bisschen zu hoch. Ich hätte es gerne ein bisschen tiefer, aber tiefer geht es nicht. Mein Gott, ist es Geschmackssache, mir gefällt es halt nicht, das ist okay. Verbrauch ist natürlich, wenn man ihn pusht, extrem hoch, ist ja verständlich, er kann 430 Kilowatt abrufen. Rekuperation ist immer noch super, ich habe glaube ich heute mal irgendwann 130 Kilowatt kurz gesehen, ich weiß nicht, ob noch mehr geht, super. Was ich in meinem Reichweitentest gemerkt habe, also dieser hier heute bei 3 bis 5 Grad Außentemperatur, Durchschnittsgeschwindigkeit 120 und Heizung natürlich und Winterreifen 21 Zoll habe ich 273 Kilometer geschafft beim 130 km/h Reichweitentest. Mit dem normalen Allrad vor ein paar Monaten bei 22 Grad Außentemperatur, Klimaanlage an, 20 Zoll Reifen habe ich 300 Kilometer geschafft, also nur 27 Kilometer mehr. Und wenn man die Temperaturen, Heizung und so nimmt, wäre das eigentlich ziemlich das Gleiche. Also da habe ich jetzt nicht viel Unterschied gemerkt bei 130. Bin mit beiden im Eco-Modus gefahren. Wenn man natürlich den dann im Sportmodus fährt oder im GT-Modus und ein bisschen beschleunigt und so, dann ist das natürlich alles ganz anders. Ich habe das in diesem Reichweitentest natürlich nicht gemacht. Ich bin ganz gemütlich gefahren, so gleichmäßig wie möglich, nie voll beschleunigt. Das mache ich bei jedem Reichweitentest so. Aber da war jetzt nicht viel Unterschied. Also ich glaube, dass der normale Allrad im Winter das Gleiche hat. Das heißt, die Motoren sind nicht sehr
ineffizient. Also die sind okay. Es liegt daran, wie man benutzt, nicht von an den Motoren selbst. Und das ist ja schon mal toll. Allgemein kann ich das Auto wirklich empfehlen. Hat mir viel Spaß gemacht. War ein schöner Tag. Morgen werde ich wieder abgeholt. Morgen früh fahre ich noch in die Arbeit und vielleicht wieder heim. Geht davon aus, ob derjenige früh kommt oder spät. Ich weiß es noch nicht. Es ist kalt, jetzt gehen wir heim und wärmen uns auf. Aber es war auf alle Fälle schön. Okay, ihr wisst jetzt, was ihr wissen müsst, dass ihr eure Entscheidung treffen könnt. Und das war's von mir. Vielen Dank fürs Zusehen. Noch einen wunderschönen Tag. Ciao.